Die haben auch Restaurants gebaut. XL, versuche dich darauf zu konzentrieren, den Schatz zu finden, ja? Was hat diese Wüstenmaus noch gesagt? Sie sagte, die alten Ägypter begruben ihre Toten in Kammern mit lauter Schätzen, damit sie im nächsten Leben reich sind. Pass doch auf, wo du lang gehst. Es war ein Versehen. Geschenkt. XL, schau mal, das muss es sein. Wieso? Weil das die Statue einer alten ägyptischen Gottheit ist und die standen immer an den Tempeleingängen. Verstanden? Na komm, Dicker. Ja. Oh, danke. Los, suchen wir die Tür. Ich muss erst mal verschnaufen. Mal sehen. Oh, schöne Aussicht. Warte! Oh, das ist Getreide. Du sollst mir hier oben beim Suchen helfen. Vergiss das Essen.
Oh, ich hab's doch gewusst, meine Nase hat mich noch nie getäuscht. Es ist Weizen, juhu! Was machst du da? Oh, Hilfe! Wo sind wir? Frag mich, ich kann auch nicht sehen. Was tust du? Ich stärke mich. Ich fasse es nicht. Willkommen, edle und wackere Männer. Hast du das gesagt, Dünn? Nein, ich hatte gehofft, du warst das. Oh, das gefällt mir gar nicht. Willkommen am Grabe des großen Ramses II. Ich habe 3000 Jahre auf eure Rückkehr gewartet. Den habe ich doch nie gesehen. Du? Kneif mich, das muss ein Albtraum sein. 3000 Jahre in dieser finsteren Höhle, darauf warten, dass sich die Vorhersage erfüllt und ihr zurückkehrt. Wir? Ihr seid doch Dünn und XL, oder? Ja, allerdings. Und wer bist du? Ja, und wie heißt du? Ich bin Radmoses. Radmoses? Ja, der Hüter der Kammer von Ramses II. Wir sind in seiner Grabkammer? Oh. Ganz recht. 3000 Jahre bewache ich jetzt seine Mumie. Und seinen heiligen Schatz. Wir haben das große Los, Dünn. Wo ist der Sack? Schnell! Wo ist die Schatzkammer? Ihr steht mittendrin. Netter Scherz, Radmoses. Ja, hier ist nichts. Weil vor 3000 Jahren Schakale diesen Tempel geplündert und den ganzen Schatz mitgenommen haben. Den ganzen? Jedes bisschen. Aber mein großer Herr, Ramses II., hat es vorausgesagt. Er war der Pharao aller Wüstenratten und Berater von Ramses II. Wir wollen den Schatz und nicht alte Geschichten, besonders keine 3000 Jahre alt. Dann darf ich euch zu dem Schatz geleiten, der für euch bereitgelegt wurde. Klingt schon besser. Ich wurde beauftragt, euch zu dienen. Wirklich? Wie konntest du dann zulassen, dass man unseren Schatz klaut? Sollen wir mit leeren Händen abziehen? Du hättest unseren Schatz bewachen müssen. Aber euer Schatz ist noch da, wie eh und je. Das reicht, niemand macht sich über uns lustig. Ja, wahrscheinlich hat er ihn geklaut. Und in diesem Fall erteilen wir ihm eine Lektion. Herrschaften, bitte lasst mich doch erklären. Na gut, aber wir sind nicht so leicht zu überzeugen. Das ist erst der Eingang zu dem Mausoleum. Weiter drin sind mindestens 50 heilige Kammern, wo die königlichen Toten zur letzten Ruhe gebettet wurden. Und das allein im Erdgeschoss. Hier entlang, bitte. Oh. Ui. Schau mal. Das ist das Grabmal des größten ägyptischen Pharaos, Ramses II. Und seiner Frau, der Königin Nofretete, deren Schönheit ihresgleichen. Sie ist ihre wirklich Mumien schön. Und die ihrer treuen Diener wurden mit all ihren Schätzen hierher gelegt. Tatsächlich? Ach ja? Noch ein klein wenig Geduld, meine Herren, wir sind fast da. Oh. Und das ist die heilige Ruhestätte meines Herrschers. Der große Ramses II. Und seine Gemahlin. Das schönste Geschöpf, das die Welt je gesehen hat. Meine Königin Chedaritis. Oh, sie sieht spitzenmäßig aus. Richtig rassig. Hey, wir sind wegen des Schatzes hier. Keine Sorge, da kommen wir noch hin. Wenn ich bitten darf. Ich kann es nicht glauben, XL. Gleich sind wir reiche Piraten. Ach, ich trau dem Frieden Nein, nicht. Nein, diesmal bin ich sicher, dass wir auf Gold stoßen. Hier entlang. Wow. Das ist die Statue von Ramses II. Tretet näher. Ihr habt es vollbracht. Aber ich sehe immer noch keinen Schatz. Ich auch nicht. Ich hege so langsam meine Zweifel. Vergesst die Zweifel. Eine Treppe. Ein Geheimgang. Der Schatz liegt dort unten, meine Herren, und wartet auf euch. Geht nur. Geh weiter, XL. Ja. Hier entlang, die Herren. Und du hast den Schlüssel zur Tür, ja? Natürlich, mein Herr. Ich hüte das gute Stück jetzt schon 3000 Jahre. Bitte. Das ist der Moment, auf den wir gewartet haben, XL. Ich bin ganz gespannt. Hey, Dünn, guck mal. Was ist denn?
Das sind wir. Wir sehen richtig gut aus, findest du nicht? Richtig abenteuerlustig. Seht ihr? Wir haben auf euch gewartet. Es stand geschrieben, dass ihr eines Tages kommen würdet. Oh, und das Bild ist 3000 Jahre alt. Wir halten den Schatz in Händen. Wie ich euch schon gesagt habe, war mein Herr ein Prophet. Er wusste, dass ihr hierher kommen würdet. Wir wissen alles über euch, vom Tage eurer Geburt bis heute. Und der Schatz? Ja, übergib ihn uns endlich. Das obliegt mir nicht. Hä? Erst wenn wir den eindeutigen Beweis haben, dass ihr wirklich dünn und XL seid und keine Betrüger, wird er euch... Hä? Du glaubst nicht, dass wir die sind, die wir sind? Das würde ich mir nicht anmaßen. Wer sollten wir denn sonst sein? Mein Herrscher, der große Ratzes II., hat eine todsichere Methode entwickelt, um festzustellen, ob ihr dünn und XL seid oder nicht. Das Gerät, das ihr hier seht, arbeitet äußerst präzise. Es wurde eigens für diese Gelegenheit entwickelt. Sieht ulkig aus. Nicht anfassen. Wieso nicht? Hast du nicht gesagt, es sei extra für uns? Es ist kein Spielzeug. Es ist eine Kristallwaage, die dazu dient, festzustellen, ob euch dieser Schatz gehört. Wenn ihr darauf steigt, wird euer Gewicht aufs Gramm genau gewogen. Und wenn es mit dem Gewicht übereinstimmt, das Ratzes II. Vorausgesagt hat, dann öffnet sich diese Tür. Aber ich habe gerade ein Weizenkorn gegessen. Besteht ihr die Probe nicht? Das heißt, ihr bringt nicht das exakte Was Gewicht. Was geschieht dann? Dann werdet ihr dafür bestraft, den Raum von Ratzes II. Entweiht zu haben. Bestraft? Keine Bange. Ratzes II. Hat sich noch nie geirrt. Und wenn doch? Dann werden schreckliche Dinge passieren. Solltet ihr jedoch XL und dünn die wandernden Piraten sein, dann habt ihr absolut nichts zu befürchten. Schauen wir uns das Bild nochmal an. Ja. Wer das auch gemalt hat, er hat mich zu dünn gemalt. Ratzes hat sich geirrt und ich soll dafür büßen. Wie kannst du es wagen, an Ratzes II. Zu zweifeln? Wer den Meister beleidigt, wird ein schreckliches Schicksal erleiden. Und das alles nur wegen deiner Fresssucht. Vielen Dank, XL. Genug geschwatzt. Es wird Zeit für die Waage. Oh, vergiss es, für keinen Schatz der Welt. Du darfst uns zum Ausgang bringen. Ich befehle euch jetzt, auf die Waage zu steigen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Langsam glaube ich, dass ihr wirklich Betrüger seid. Das ist alles deine Schuld, XL. Oh, siehst du die Speere? Nein! Jetzt hör auf zu spinnen. Oh, die Tür, sie öffnet sich. Der Schatz ist unser. Ja. Wir sind reich. Wir gehören uns, Jungs. Nicht glauben. Ich auch nicht. Nach 3000 Jahren bin ich endlich frei. Jetzt habe ich nur noch eine Aufgabe, euch zu Ratzes II. Zu bringen. Und wozu soll das gut sein? Ja. Die königlichen Hoheiten wünschen, diesen Schatz persönlich zu übergeben. Hier entlang, bitte. Wohin? Durch den Zeittunnel. Zeittunnel? Aber wir kommen doch wieder her, um alles zu holen, oder? Es gehört uns. Ja, es gehört euch. Aber beeilt euch, die Tür wird gleich geschlossen. Vorwärts, XL. Hier passiert nichts. Sieh mal. Wo sind wir? Das ist fantastisch. Das muss das Paradies sein. Hast du das Essen gesehen? Ja. Meine Herren, ich
sollte euch vielleicht sagen, dass niemand in diesem Palast euch hören oder sehen kann. Ihr seid quasi... Was haben wir getan? Gar nichts. Das ist immer so, wenn man durch die Zeit reist. Nur die, die über besondere Kräfte verfügen, können uns sehen. Und nur Ratzes der Zweite und Königin Chelarisis haben diese Kräfte. Folgt mir! Sie schauen so finster. Ich fürchte mich, denn... Da wären wir. Ich kann nicht glauben, was wir sehen, XL. Der König von Ägypten. Das glauben unsere Freunde nie, wenn wir ihnen das erzählen. Ich darf um Ruhe bitten. Erweist ihm Respekt. O große allwissende Majestäten, meinen ehrerbietigsten Gruß. Hier sind die Piratenmäuse aus der Zukunft. Oh. Ja. XL. Ja. Oh. Oh. Danke, Ratmoses. Sie ist reizend. Es war mir ein Vergnügen, euch zu dienen. Friede und Glück mögen euch auf eurem Weg begleiten. Auf Wiedersehen. Ich bin frei, endlich frei. Wir haben euch hier gebeten, um euch den kostbarsten Teil eures Schatzes zu geben. Diese Medaillons zeigen das Symbol unserer magischen Kräfte. Sie dürfen nur von jenen getragen werden, die große innere Werte besitzen. Ihnen wohnt ein mächtiger und geheimnisvoller Zauber inne. Tretet näher, damit wir euch die wertvollen Medaillons überreichen können. Tragt es mit Stolz und Würde. Viele Jahre haben unsere gelehrtesten Magier geforscht, um herauszufinden, dass von all unseren tapferen Nachkommen nur ihr zwei wirklich würdig seid, diese heiligen Symbole zu tragen. Verwendet sie weise, zum Guten und zum Besseren. Was ist? Ich habe überall gesucht, keine Spur von ihnen. Vielleicht sind die zwei ja schon als blinde Passagiere auf einem Piratenschiff. Das glaube ich nicht. Wie ich die beiden kenne, durchstöbern sie diesen Tempel von oben bis unten nach einem legendären Schatz. Ich sehe gar nicht ein, wieso wir auf diese Rumtreiber warten sollen. Ziehen wir ohne sie weiter. Das kann nicht dein Ernst sein, Toy. Man lässt seine Freunde nicht im Stich. Wir bilden Suchmannschaften. Wir verteilen uns in alle Richtungen. Simba, Simba, ich habe den Hut von XL gefunden. Er liegt dort drüben. Oh nein. In den Ruinen. Folgt mir. Es ist nicht sehr weit. Seht ihr? Hier ist er. Aber wieso steckt er in der Spalte? Keine Ahnung. Ich finde, das sieht gar nicht gut aus. Ist doch recht enttäuschend. Warum kann er nicht so reden wie wir? Ich kapiere die Hälfte seiner Zeichen nicht. Der Stein hat sich bewegt. Das ist wahrscheinlich ein Eingang. Wie, es hält jemand unsere Freunde unter diesem Felsen fest? Dün und XL sind auf jeden Fall hier gewesen. Ganz sicher. Du riechst durch Felsen. Was ist denn dabei? Meine Nase hat noch nie gelogen. Wir versuchen, den Eingang zu öffnen. Jeder holt sich einen Stein. Du siehst aus, als ob du einen eigenen Plan hättest. Oh, es öffnet sich. Hurra, hoch lebe Blitzi. Es hat den Eingang geöffnet. Lass dich
was? Kommt schnell! Blitzi hat es geschafft! Seht doch! Sie sind bewusstlos. Wir müssen sie rausholen. Ich gehe. Wenn du nichts dagegen hast, dann sollte wohl besser ich gehen. Schließlich können wir nicht riskieren, dass unser König stürzt. Sie sehen nicht sehr gut aus, aber ich höre Ihren Herzschlag. Gib mir mal bitte das Riechsalz. Ja, Alex, reicht das? Ja, danke. Ist was gebrochen? Ich glaube der nicht. Schatz, denn der wir Schatz. Haben den Schatz vergessen. Geh zurück. Was ist los? Ratmoses, wo bist du? Sie müssen auf den Kopf gefallen sein. Ratmoses, mach auf, wir haben unseren Schatz vergessen. Wacht auf, ihr beiden. Hört auf zu träumen, wir wollen mit euch reden. Ich bin nicht sicher, ob sie wieder voll da sind. Sie haben so einen seltsamen Blick in den Augen. Na, endlich! Wir sind froh, euch wieder zu haben, Jungs. Ihr müsst ganz schön mit dem Kopf aufgeknallt sein. Wahrscheinlich habt ihr versucht, einen Schatz zu finden. Nein, wir sind nicht mit dem Kopf aufgeknallt. Ja, aber den Schatz haben wir gefunden. Und wir haben Ratzes den Zweiten getroffen und seine Frau, die schöne Cheddarisis. Jetzt müssen wir aber los. Wir wollen weiter. Glaubt ihr beiden, dass ihr mitgehen könnt? Wir passen auf sie auf. Wir können nicht gehen. Bambi, sag jetzt den anderen Bescheid. Gut, ich blase zum Aufbruch. Glaubt uns, Leute, wir haben wirklich die alten Ägypter getroffen. Ihr glaubt es nicht, aber es ist wahr. Wir sahen sie leibhaftig. Alex, wird es lange dauern, bis sie wieder normal sind? Hä? Kommt jetzt. Was meinst du, XL? Wozu? Haben wir das doch nicht erlebt? War das nur ein Traum? Die Medaillons. Hey, ich wusste, es war kein Traum. Hey, warte. Es kann nur Wahrheit sein, wenn ich auch eins habe. Wir sagen es besser keinem. Psst, wir halten uns für verrückt. Ich wüsste gern, was sie alles zaubern können. Und wie es geht. Keine Ahnung. Wir halten sie erstmal versteckt. Wir werden es schon rausfinden, wenn es soweit ist. Gute Idee. Los, schnell hinterher. Ja.